Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute mal ein komplett anderes Video, das jetzt nicht so geplant war. Denn ich habe vor, mir ein bisschen was zu kaufen. Heißt zwei Mounts, zwei Kartenspiel-Mounts. Und ich bin, muss ich gestehen, ein bisschen aufgeregt, denn ich gebe dem Typen das Gold vorher. Heißt, ich werde jetzt relativ viel Gold rüber traden und ich hoffe, ich werde nicht gescammt. Und das ist quasi der erste Char, mit dem ich Gold rübergebe. Und zwar kriegt der Dude jetzt von mir, wenn der hat es nochmal im Gruppenchannel gepostet, ich gebe dem jetzt hier 6, achso, da gibt es keinen Komma. Also ich gebe ihm jetzt, was gibt der mir? Archipet? Ich gebe ihm jetzt quasi 6,3 Millionen Gold, heißt 6,3, möchten Sie das dem geben? Okay, also ich habe ihm jetzt 6,3 Millionen Gold hier auf Lothar gegeben. Who's your main? Schreibt er. Warum will er wissen, was mein Main ist? Ich weiß gar nicht, mit welchem Sonderzeichen ich das schreibe. Jetzt muss ich mal. Ich muss selber mal nachgucken. Und wo ist der andere? Moment. Und Blackmore heißt der Char. Das ist so traurig, dass ich meine eigenen Chars nachgucken muss. Ach, wahrscheinlich will er das jetzt wegen den Achievement-Punkten wissen, oder? Weil er mich irgendwie. Ach, jetzt check ich das. Ach, er schreibt mir gerade, ob ich ihn kenne, weil er anscheinend Rang 6 in Pre-BFA in den Achievements war. Okay. Muss ich mal gucken. So, jetzt muss ich mal schauen. Equin wollte der. Ich glaube, er wird mich nicht scammen, weil sonst wird er mir nicht erzählen, wer sein Main ist. Ich hoffe mal, dass er mich nicht scammt, ne? Ich hoffe, dass das jetzt nicht langweilig für euch ist, aber ich bin ziemlich, sagen wir mal so, ziemlich hyped, weil ich die Maus ewig haben wollte und auch ein wenig ängstlich, dass er mich abziehen wird. Jetzt mal gucken. Ich hoffe nicht. Ich habe den über die so eine Discord-Gruppe gefunden, die halt diese Mounts verticken, ne? Deswegen, ja. Hört ihr vielleicht im Hintergrund des Discord? Das lade ich mal wieder ein. Was schreibt er denn? Achso, hier schreibt mir gerade, dass er nicht so aktiv ist im Moment, wie mit Chief mit Business und ein bisschen rumselect. So, oh, da habe ich noch gar nicht alles Gold abgehoben. Ich habe anscheinend nochmal. Hä, warte mal. Habe ich da noch mehr Gold? Ich dachte, ich habe mir alles geschickt. Ach, okay, das habe ich bloß noch nicht. An meinen Egwin. Ah, okay. Egwin. Jetzt muss ich bloß gucken, wo habe ich ihn denn? Hier habe ich meine TGC-Seller. So, jetzt. Da haben wir ihn. So, jetzt gebe ich dem Typen nochmal, ich glaube, 5,1 Millionen. Ah, das wird ein teurer Spaß hier. So. Also danach bin ich sowohl auf Equin als auch auf Lothar komplett pleite. Er schreibt jedes Mal wieder einen Text hier. Eyo, Mr. Zero. Oh. Ups. So, jetzt. Ah. Shit. Man kann es ja probieren zu scannen. Man kann ja versuchen, einmal hier ein bisschen rein zu scammen. Das war jetzt ein Versehen. Maligos. Okay. Will er als nächstes. Also, was habe ich jetzt gegeben? Schon ein bisschen über 10 Millionen. Mit dem bin ich auf. Warte, ist der schon auf Maligos? Oh fuck, jetzt habe ich hier gepostet. Das ist der Maligos-Char, okay.
Das ist mein Maligos Char. Den habe ich hier quasi auf dem zweiten Account. Und das sind diese ganzen. Ich habe noch ein paar quasi Level 1 Char, wo ich früher halt verschiedene Sachen geboostet habe. Und da wollte ich das Gold unbedingt los. Also, was heißt unbedingt loswerden? Aber ich wollte die Chars nacheinander mal löschen. Und da freut es mich, dass er das Gold jetzt hier gesplittet auf den einzelnen Server nimmt. Das ist halt sehr gut in dem Zusammenhang. Dann kriege ich das mal los. Ich habe jetzt dann zwar noch ein paar kleinere, aber zumindest, ja. Haben wir da dann schon mal einiges weg? Dann kann ich vielleicht die mal alle löschen. Halt, bleib da. So, hier kriegt der 1,3 Millionen. Ich hoffe, ich habe mich dann am Ende nicht verrechnet. Und ja, dann muss ich jetzt auf den nächsten. Machen wir mal Aleria ist ne oder Alex, was habe ich denn? Schau mal, was er schreibt, Aleria oder. Oder Dings als nächstes. Aleria und Alex Tracer. Okay. Also, dann machen wir als erstes Aleria und dann noch Alex Tracer und dann müssten es etwa 15 Millionen sein. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, welche Mounts ihr mir dann geben soll. Und zwar einmal das weiße Reitkamel, das absolut beschissen aussieht, aber ich will das unbedingt haben, weil das eins noch ist, das bei mir in der Liste angezeigt wird. Von den Kartenspiel-Mounts, dann wird nämlich die Liste ein bisschen kürzer. Und das andere ist dieser Ghost irgendwas Dings Charger, keine Ahnung, wie der genau heißt, auf Englisch. Das ist das andere Viech. Also beide, die so im mittelpreisigen Segment sind von den Kartenspiel-Mounts. So, dann lade ich den wieder ein. Dann gucken wir mal. Dieser Discord-Sound, ne? Deswegen hasse ich Discord, aber es hilft nichts. Also für diese Dingsgruppe war es jetzt echt ganz gut. Da habe ich direkt einen gefunden, ersten angequatscht und der hat direkt gesagt, dass er mir Mounts verkaufen kann. Okay, jetzt muss ich darüber. Dem habe ich leider keinen Mount. Und dann werde ich mir halt noch ein paar Pets kaufen, dann kann ich die Charts nämlich löschen. Mein bisschen Gold ist übergeblieben. Theoretisch hätte ich mir jetzt auch den Rest geben können, aber ne, man weiß ja nie. Oh nein, hier verkauft einer blutige Münzen. Shit, ich habe das letztens angefangen, blutige Münzen zu sellen und auf Antonidas habe ich da keine Konkurrenz, ne? Und hier sehe ich jetzt gerade im Handelschannel, dass hier jemand auch anfängt, Bloody Coins zu sellen. Suboptimal. Warte mal, nee, das ist er nicht. Er hier ist es. Was kriegt er? 1-1. So, das müsste passen. Und dann habe ich nur einen Server. Genau. Jetzt habe ich hier nur 17k. Das muss ich dann halt danach noch schauen, dass ich den Rest irgendwie ausgebe. Da werde ich dann mir noch ein paar Pets kaufen. So, Alex Tracer, und dann kommt der Moment der Wahrheit. Ich muss dann nämlich auf englische Server gehen. Und zwar einmal Burning Legion und Draenor ist das andere. Und zwar, ich muss mal gucken, ob ich die Chars dann auch löschen kann, ne? Weil ich habe dann eigentlich nicht mehr so viel Platz auf dem Account. Ich kann hier. Dann nebenbei mir schon mal einen Char erstellen auf dem anderen Account hier. Da kann ich eigentlich ausloggen. Und dann gehe ich mal auf den englischen Serverteil hier. Und zwar, wo haben wir es denn? Wir hatten gesagt, Burning Legion. Das muss ja irgendwo hier unten bei B sein. Burning Blade, Burning Legion. Auf der Horde. Oh, das ist ein voller Server. Okay. Man hätte es sich denken können. So, dann lade ich den mal wieder ein. Hier. Keine Ahnung, wo ich mit dem Gladius draußen habe. So, das ist jetzt der letzte mit 1, 2 und dann müssten wir es haben. Oh, ich habe sogar noch so ein Jubiläumsgeschenk. Ah, da ist noch so ein EP-Token drin. Das könnte gar nicht so schlecht sein. So, aber ach so, aufmachen kann ich nicht. Naja. Ach, ich könnte diesen Dings mir holen. Ach, ich lass ihn herkommen. Dann erstelle ich mir hier schon mal mein verbündetes Volk. Also Horde brauche ich auf jeden Fall. Ich glaube, der Magar-Ork steht direkt in Orgrimmar, ne? Also da muss ich mir nicht mehr noch durch den Port gehen. Dann mache ich mir jetzt einfach hier einen Magar-Ork, den ich Tela nenne. Was? Selbst auf dem Dings hier ist mein. Selbst auf dem englischen Server ist Tela vergeben. Eine Frechheit. Eine Frechheit ist das. So. So, dann, wir können jetzt dann nur hoffen, dass er sein Wort hält, sonst habe ich 15 Millionen Gold in den Sand gesetzt, was sehr, sehr bitter wäre. Und dann bin ich nämlich dann, glaube ich, so gut wie pleite, ne?
Ist das richtig? Genau, jetzt zu seinem Server und zwar. Ah, er schreibt auch Burning Legion. Okay, perfekt. So, das können wir abbrechen. Ogrimmar müsste ich dann schon stehen. Genau. Oh, schau mal, meine Weak-Aura schlägt sofort an. Okay, jetzt hoffen wir, dass ich das Mount kriege. Ach, warte mal, kann ich das mit dem Load Shutter überhaupt lernen? Fuck it, nicht, dass ich dann Level 60 oder 70 sein muss, ne? Das wäre halt echt bitter. Warte mal, ich kann mir ein DK, könnte ich mir theoretisch erstellen, falls es ein Problem mit dem Mount gibt. Oder, was wird noch gehen? Ne, ein DH kann ich mir nicht erstellen, ne? Den, da musste ich ja einen Char auf dem Server haben. Das geht leider nicht. Da müsste ich. Ja, muss ich gleich mal gucken. Wo haben wir denn. Naja, ist noch am Umloggen, okay. Ich muss meine zwei Accounts finden, einen Ticken schneller. Da haben wir ihn in Ogrimmar. Aber ich glaube, er hält sein Wort, dass ich meine Mounts krieg. Dann lasse ich den auch mal auf der Friendlist und farm mir noch ein bisschen Gold für das letzte. Also er hat noch einen Mount, theoretisch. Aber naja, da habe ich leider nicht mehr habe ich leider nicht mehr genug Gold. Okay, was habe ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt nur insgesamt auf dem Account? Hier habe ich noch 900.000 Gold. Warte mal, mit allen Chars habe ich noch 900.000, nicht mehr eine Mille habe ich auf dem. Und auf dem anderen Account habe ich jetzt noch. Moment, schauen wir mal nach. Mit allen Chars habe ich noch 3,7 Mille. Ich bin bei ein bisschen über 4 Millionen noch, ne? Da kannst du ja nicht mehr viel kaufen mit. Ach, schau mal, hier verkauft einer noch ordentlich Mounts im Auktionshaus. Da weißt du Bescheid. Dann laufe ich mal dahin zu ihm und hol mir mal meinen Gaul ab. Und ich hoffe. Ah, scheiße, die sind ab Level 40. Ich dachte es mir schon. Ich dachte es mir schon. Okay, da ist das weiße Reitkamel. Das kann ich dann direkt lernen. Perfekt. So, weiße Reitkamel haben wir. Perfekt, der hat mich halt nicht gescammt. Wunderbar. Und das andere ist dann, was hat er gemeint? In Draenor. So, wo haben wir Draenor? Viele englische Server, ne? Hier Draenor. Ist halt auch ein voller Server. Da gibt es halt noch so richtig volle Server. Da kann Antonidas nicht gegen anstinken. Ach so, er hat den Trainer auch noch ein Reitkamel, schreibt er gerade, aber jetzt habe ich das eine schon gelernt. Das ist jetzt blöd gelaufen. So, machen wir uns noch einen Char. Nehmen wir den auch mal Tila. Und dann muss ich gucken, wenn ich das. Ach, Name ist nicht verfügbar, dann machen wir das halt so. Dann muss ich noch gucken, wenn ich die Chars lösche, ob ich dann die Mounts behalte, ne? Da bin ich mir halt nicht so hundertprozentig sicher. Aber da werden wir dann gleich schauen, ob ich die behalten kann. Aber es ist schon mal sehr gut, dass ich nicht gescammt wurde. Mal gucken, wenn ich jetzt demnächst noch einiges booste auf Antonidas, versuche ich jetzt ein bisschen Kohle wieder zusammenzukriegen, dann kann ich mir vielleicht dann noch eins kaufen. Weil eins hat er noch, was er irgendwie für 6, irgendwas Mille verkaufen wollte. Da muss ich halt dann schauen, dass ich noch einiges zusammenkratze. So, das schieben wir rüber. Neuladen wollen wir nicht. So, dann gucken wir mal. Ah, wo haben wir ihn denn? Ah ja, der steht auch im Auktionshaus da hinten. Ich denke mal, das andere werde ich aber wahrscheinlich nicht mit einem Low-Level-Char lernen können, weil viele sind halt ab Stufe 40, die von den Mounts. Das Reitkamel, jetzt muss ich mal gucken. So, das ist jetzt hier wieder so komisch angeordnet. Ah, mit dem habe ich natürlich das Waschier-Ding nicht, ne? Deswegen, sonst wäre es noch eins weniger.
Aber klar, mit einem Low-Level-Char hast du es leider nicht. Das musst du mit jedem Char leider einzeln spielen. Warum auch immer, finde ich ein bisschen blöd. Jetzt schreibt er mir, jetzt wo er gerade schaut. Ah, okay, jetzt meint er gerade, oh, es wäre eigentlich mehr wert gewesen. Aber wir haben einen Deal, Junge. Tja, Deal ist Deal. So, okay. Wo haben wir den Typen? Ach so, da ist er. Hier sind zu viele Dudes. Ah, ist auch ab 20. Er hat versucht, es auf 500 km mehr rauszuschlagen. Ich hab gesagt, nee, Deal ist Deal. Perfekt. Ja, da haben wir es. Ich kann es auch mit 20 lernen. Nice. Zwei schicke Mounts mehr. Soll ich mal aufmounten? Und zwar haben wir jetzt einmal hier. Wo haben wir es denn? Hier, das hier habe ich mir jetzt einmal gekauft. Schickes Ding. Ein Geisterross quasi. Ähnlich wie der Spektraltiger, bloß halt ein Skelettross. Das schimpft sich hier geisterhaftes Streitross und das andere ist dieses weiße Kamel. Und zwar weißes Reitkamel. Das ist halt nicht mal wirklich geil, ja. Aber das war halt, also das war mir nur relativ wichtig, weil dieses Ding hier eins ist, das quasi in der Liste mit angezeigt wird. Ah, er geht auf den Blizzard-Bären. Ah, den will ich auch. Jetzt fragt er gerade, ob ich noch mehr Mounts brauche. Aber ich habe nur noch 4 Millionen Gold, ne? Also mit mehr wird das nix. Und er hat halt auch noch den Blizzard-Bären, der ist halt sehr, sehr nice. Gut, ihr habt gesehen, gescampt wurde ich nicht. Das wären auf jeden Fall zwei Mounts, die ich jetzt beim nächsten Gold Waste-Video mit drin habe. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.